My name is Alan Wake. I'm a writer. Bisher bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Batman Sane. Jetzt wieder Gizmo Capture, eine neue Folge von Alan Wake Remastered. Schmerzmittel und Brille. Helle Hammer. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Und Schmerzmittel haben uns auch gleich ein. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Tag. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Eine neue Nachricht. Ja? Schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben, aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, Herr. Sieh dir die Show an. Ja, ja, da kann sie ja... Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Storm. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Das mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den zwei Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, nein, 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang? Gut, toll.
Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft im Land. Jede Menge Partys und... Sie hatten sich mit einem Paparazzo Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam, eh? Danke. Und für die Musik sorgte die Band Poets of the Fall. Danke und gute Nacht. Wenigstens mal ein Wissen. Ich sagte nur, dass ich deine Leben kann. Hey Schatz, hast du diese Show angesehen? Ich hab nichts Dämliches gesagt, falls du das weißt. Okay, du Buffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Trickerei? Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Na, Schatz. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja. Du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. So ruhig war es da aber auch nicht, wie wir gesehen haben. Kannst du gar nicht. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Vielleicht. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Hier, Chris. Gesehen dann. Ein LKW mit einem riesen Hirsch drauf. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Warum bleibe ich hier stehen? Gibt's da irgendwas? Da ist mein Kaffee. Der muss flaschen. Und ein Klo. Man weiß nie, wenn man es nochmal aufs Klo kann. Nein, aber ehrlich, Moni oder so gibt's ja nicht. Gut, dann fahren wir mal.
Jones. Uterin. Wer weiß, was die gut sind. Alles absuchen hier. Gute. Nur die Frage, ob immer irgendwo, irgendwie, irgendwo was ist. Besser einmal zu viel zu schauen, als einmal zu wenig. Na, sag ich ja. Eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegenwart immer näher. Man kann ihn nicht fahren. Ich muss laufen. Schon ist es wieder dunkel hier. Bin der Schatz. Hm.
Schweine hier. Der Unterschrift im Hotelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt, in Zimmer Nummer 2. Zimmer Nummer 2. Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Ich hätte es geglaubt. Du Sau, lass mich doch nicht so schrecken jetzt. Oh, kommt her, du Schweine hier. Geht's weiter.
Das gehört man nicht. Könnte auch tödlich ausgehen. Nur mal so. Scheiße, nein. Bin gespannt, wie oft ich noch sterbe. Hammer. Ich bin jetzt da raufgegangen. Na super.
reicht euch. Warum fährt er nicht mehr? Weil er kaputt ist. Junge, Junge, ach komm! Scheiße! Thank you.
Ich will doch nur nach Hause. Lang oder auch nicht. Show!